Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Das Wochenende steht vor der Tür oder hat schon begonnen, wenn ihr das hier seht, oder es ist vielleicht auch schon wieder vorbei, wenn ihr das seht. Wer weiß das schon, auf jeden Fall haben wir wieder einen ganzen Sack voller News gesammelt und wollen euch die jetzt mal hier komprimiert vorstellen. Ihr kennt das und deswegen fangen wir jetzt auch ohne große Umschweife einfach an. Relativ neu gestartet bei Kickstarter ist Ninja Arena, ein Spiel, das auch in Essen vorgestellt wurde und zudem ist auch schon eine ganz kleine Auflage, wenn ich da jetzt komplett richtig informiert bin, eine erste Auflage sozusagen gab. Jetzt ist das Ganze, um ein bisschen breiter rauszukommen bei Kickstarter. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein abstraktes Spiel, in dem sich also Ninjas in einer Arena aus Holz bekämpfen auf verschiedenen Ebenen. Man hat verschiedene Höhenunterschiede zu bewältigen, hat verschiedene Karten mit Waffen. Allerdings ist es eben, wie gesagt, kein rein abstraktes Spiel. Es sieht nur auf den ersten Blick so aus, denn es ist schon ganz schön thematisch. Immerhin ist es ein Kampf zwischen Ninjas und das Besondere an dem Spiel ist eben, es ist komplett aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Kein Kunststoff drin, Holz, Zinn, das Papier wird wahrscheinlich auch ökologisch sein, auf dem die Karten gedruckt sind und von daher finde ich, ist das schon auf jeden Fall eine Meldung wert. Ja, und dann bleiben wir bei Kickstarter. Auch jüngst gestartet ist von Stonemaier Games ein neues Projekt, nämlich Leaders of Euphoria, Choose a Better Oppressor mit Untertitel. Das Ganze basiert auf dem Spiel Good Cop, Bad Cop, auch Stonemaier Games oder von Jamie Stigma zumindest, ich kenne es jedenfalls nicht. Wurde strategisch verfeinert und erweitert, steht da. Und ist eher so ein Fun-Deduktionsspiel für 4 bis 8 Spieler und hat auf jeden Fall große Raygun-Miniaturen dabei, dass das irgendwie was ganz kultig aussieht und spielt eben in der Welt von Euphoria, dem Brettspiel, dem Worker-Placement-Spiel, das vor einigen Jahren bei Stonemaier erschienen ist. Könnt ihr euch ja mal angucken. Preislich geht's bei 30 Euro, für 20 Euro sehe ich hier gerade, bei 20 Euro schon los, beziehungsweise 20 Dollar für die Standard-Edition. Also wenn euch sowas interessiert, ruhig mal einen Blick schmeißen. Ja, dann kommen wir zu den Heidelbergern. Sie sind natürlich auch schon wieder aktiv nach der Messe. Und zwar ist jetzt in dieser Woche Seafall offiziell erschienen und in der Auslieferung. Und also die deutsche Version. Sind wir mal gespannt, was so die ersten Rezensionen bringen. Ich bin ja immer noch nicht ganz warm geworden mit Legacy. Und von daher bin ich auch gespannt, wie so die Reaktionen auf dieses Spiel sind. Sollte jetzt also in den nächsten Tagen flächendeckend lieferbar sein. Ja, dann bleiben wir bei den Heidelbergern. Da kann man sich runterladen auf der Homepage jetzt für Eldritch Horror. Eine, ich meine, 4 Seiten lang ist sie. Ein PDF mit FAQs und einer Errata. Das finde ich eine sehr löbliche Sache. Hat sich wirklich jemand hingesetzt, das alles zusammengetragen. Ist dann doch inzwischen einiges, was das Spiel oder was dieses Eldritch Horror-Universum so beinhaltet. Und ja, ist schick layoutet, also im gleichen Stil wie die Anleitung. Und wer viel Eldritch Horror spielt, so wie wir, für den lohnt sich das auf jeden Fall, da mal einen Blick zu riskieren, sich das Ganze mal runterzuladen. Ja, ich habe es vor einigen Wochen gesagt, gehofft, sagen wir mal so. Ich habe mir gewünscht, dass Capstone Games eben nicht nur Haspelknecht rausbringt, sondern auch Ruhrschifffahrt. Wieder veröffentlicht, also aus der Kohle-Trilogie von Thomas Spitzer. Und es ist passiert, es ist tatsächlich passiert. Angekündigt, Ruhrschifffahrt für 2017 zusammen mit einer Auflage von Lignum, Neuauflage von Lignum. Da haben wir schon drüber berichtet vor einiger Zeit. Aber wie gesagt, jetzt auch Ruhrschifffahrt in der Ankündigung. Und somit kann ich meine Trilogie endlich komplettieren, dieses letzte Loch füllen. Freut mich sehr, freut euch vielleicht auch. Und ja, einfach die Augen offen halten. Es ist auf jeden Fall, es ist für USA angekündigt, also es wird eine englische Version sein. Aber Arkwright, was ja auch von Capstone wieder veröffentlicht wurde, konnte man ja seinerzeit dann auch über Spielworks beziehen. Ich weiß noch nicht genau, ob Uli Blendemann da wieder aktiv wird mit Ruhrschifffahrt. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, dann gehen wir zu GMT Games. Dort erscheinen, bzw. werden ausgeliefert in dieser Woche, 2 Spiele, die beide keine COSIM-Titel sind. Und das ist insofern nicht ganz so häufig. Der erste ist Conquest of Paradise, und zwar die Second Edition. Das gab es vor ein paar Jahren schon mal. Es ist ein 4X-Spiel, angesiedelt in der Inselwelt Polynesiens, die von den Spielern eben besiedelt wird. Man hat seinen Stamm und dehnt sich so weit über die Insel aus, hat so einen Teil, beziehungsweise so einen Plättchenlegemechanismus. Natürlich ist das Ganze ein 4X-Spiel, also schon ist, also ganz ohne Konfrontation geht es dann eben doch nicht ab. Und man hat mit den Widrigkeiten der Natur zu kämpfen, durch Ereigniskarten und natürlich auch mit, ja, auf bestimmte Inseln
scharfe Mitspieler und überhaupt auf Mitspieler, die ihr eigenes Inselreich natürlich vergrößern wollen. Klingt alles sehr interessant. Ich kenne die erste Auflage nicht, werde mir aber die Second Edition auf jeden Fall mal angucken. Erstmal regeltechnisch und dann sehe ich mal weiter. Ja, zweiter GMT-Titel, der ausgeliefert wird, ist 1846 bzw. 1846. Race to the Midwest und oder beziehungsweise Race for the Midwest, ein klar 18XX-Spiel. Wenn man Experten in verschiedenen Foren Glauben schenkt, hat das wohl nicht keine ganz so hohe Einsteigerhürde. Ich bin da absolut nicht firm, also da kann ich wenig zu sagen. Aber denke mal, dass die 18XX-Familie wahrscheinlich eh schon Pre-Orders getätigt hat. Und da eben die Einstiegshürde nicht ganz so hoch sein soll. Ne? Also nagelt mich nicht fest. Ist es vielleicht ein Titel, der die 18XX-Familie auch wiederum wieder etwas erweitern könnte. Mehr weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn euch Eisenbahnspiele interessieren, gerade eben auch komplexere, längere Eisenbahnspiele, ist das vielleicht auch ein Blick wert. Ja, in der letzten Woche ist ein neues Sendeformat gestartet, und zwar auf dem Kanal Cyrils Brettspiele von Nils Herzmann, und zwar ist dort gestartet die Meeple Show. Die läuft ab jetzt jeden Freitag alle 14 Tage. Also in, wenn ihr das hier seht, einer Woche ungefähr kommt Folge 2. Darin geht es immer um verschiedene Themen. Man kann auch Themen also sich wünschen oder vorschlagen, zu denen dann eben genauer recherchiert wird und kurze Beiträge gemacht werden, um einfach mal da in verschiedenen Sparten in die Tiefe zu gehen, finde ich eine sehr interessante Sache. Sehr interessant finde ich auch, dass Co-Hosts mit an Bord sind. Das waren in der ersten Folge Klickenabend, die Würfelwerfer und Boardgame Monkeys. Wer alles noch da zusätzlich ab der nächsten Folge dabei ist, weiß ich nicht. Wir werden aber auch mit einem kurzen Beitrag in Zukunft regelmäßig dabei sein. Freut uns sehr, sind wir sehr dankbar dafür, dass wir das dürfen, weil wir das Format echt toll fanden und uns die erste Sendung wirklich gut gefallen hat. Ja, freut uns natürlich umso mehr, dass wir dabei sind. Ja, zu guter Letzt, im Brettspielbereich geht es um zwei Podcasts, die wir schon ein, zwei Mal hier auch empfohlen haben und so auch eben die aktuellen Sendungen, weil wirklich lohnt, sich da reinzuknien und reinzuhören. Auch persönlich, wir konnten sie jetzt in Essen kennenlernen. Super nette Leute. Hallo an dieser Stelle. Auch alle anderen, die wir kennengelernt haben, getroffen haben und auch auf dem Blogger-Treffen kennengelernt haben, nochmal an dieser Stelle Hallöchen. Aber jetzt zu den beiden. Das erste sind die Brettagogen. Die haben zwei Sachen veröffentlicht in letzter Zeit. Nämlich einmal aus ihrer, ja, wie drückst du aus, Standardreihe. Das klingt so abwertend oder normalweg. Ich sag, aus ihrer normalen Reihe an Podcasts. Und zwar ist die aktuelle Folge da einfach, zum Beispiel Kraftwagen ist ein Thema, Uli Blendemann ist zu Gast, sehr interessant, sich das alles anzuhören. Wieder mit ganz viel Wissensdetails, wo es wirklich Spaß macht, einzutauchen. Und die haben eine Sondersendung gemacht zur Essener Messe, beziehungsweise eine große Sondersendung gemacht, die jetzt in zwei Teilen ausgestrahlt ist. Die beiden sind nämlich zwei Tage lang über die Messe gelaufen und haben dort sage und schreibe 17 Interviews geführt. Der erste Teil, nämlich die Interviews vom Sonnabend, die sind jetzt online anzuhören. Dabei der Band von Portal Games, ehemals Pegasus, davor dann Spielama, also kennen bestimmt auch einige. Oder auch Friedemann Frieser, also alles sehr hörenswerte Interviews. Macht wirklich Spaß, da einzutauchen, no pun included. Großartige Videorezensenten aus England, bin ich auch absoluter Fan von. Lohnt sich, alles verlinkt unten, hört es euch an. Und ebenso hört es euch an, die Würfelwerfer haben Alexander Pfister, Mombasa, Great Western Trail, Broom Service, Isle of Skye, also wirklich alles, was in letzter Zeit Erfolg hatte, ist ja nun, oder beziehungsweise Preise für komplexere Spiele gewonnen hat, ist ja im Grunde fast von ihm. Langes Interview, ungekürzte Fassung auf der Homepage, auch alles sehr interessant. Auch da würde ich sagen, hört rein, absolute Empfehlung. So, und von den Brettspielen schweifen wir wieder rüber zu den Comics, und da haben wir den Crosskite Verlag. Da erscheinen zwei Bände erschienen jetzt diesen Monat. Keine Neuerscheinung, also keine Neuanfang einer Reihe, sondern zwei Fortsetzungen von wirklich erfolgreichen Reihen, nämlich einmal Saga von Brian K. Vaughan. Da geht es in diesem Band darum, mit den Folgen eines nicht ganz so weiten, aber immerhin Zeitrückreise-Traumas fertig zu werden. Nämlich einer der Charaktere landet in seiner Kindergartenzeit. Das finde ich vom Thema schon mal sehr interessant. Und auch da würde ich sagen,
ist das ein Blick wert. Dann haben wir Outcast, endlich Outcast Band 3 von Kirkman. Endlich erfahre ich, wie es weitergeht. Ich freue mich riesig drauf, habe ihn noch nicht gelesen, aber bin ziemlich jabbelig auf das Ganze. Wer Outcast nicht kennt, gibt es auch als Serie. Eine Staffel ist gelaufen inzwischen, auch sehr zu empfehlen. Es ist im Grunde eine Story, US-Kleinstadt, die von, ja, sind es Dämonen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Heimgesucht wird, wo schon fast zum Alltag gehört, dass diese Dämonen eben Leute besitzen. Wobei Dämonen, wie gesagt, an Ausrufungszeichen, ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich welche sind. Und das Schöne dabei ist aber so dieses Drama, die Charakterzeichnung, das ganze Drama um die Charaktere herum ist so prägnant dargestellt, dass diese ganze Horrorstory schon eigentlich im Hintergrund stattfindet. Und das ist irgendwie doch sehr abgefahren. Also Outcast, Daumen hoch, guckt es euch an. Ja, und zu guter Letzt der Splitter Verlag. Auch da hatten wir wieder gesagt, jede Nachrichtensendung stellen wir 1-2 Neuheiten vor. Das ist jetzt die letzte Oktober-Neuheit. In der nächsten Woche starten wir dann mit den November-Neuheiten. Und die letzte, die ich vorstelle, ist Black Science Band 1. Ist ein dicker Band, über 170 Seiten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und es geht um die anarchistische Wissenschaftsliga, die es fertiggebracht hat, eben schwarze Wissenschaft zu kontrollieren, beziehungsweise dekodieren, wird gesagt. Ich habe es nicht gelesen, deswegen ich bin da schon sehr gespannt drauf. Es klingt alles ein bisschen kryptisch. Also die hat es geschafft, die schwarze Wissenschaft zu dekodieren. Allerdings sind bei den darauffolgenden Versuchen wohl ein paar Sachen schiefgegangen und nun kreuzen die ziellos so ein bisschen wie Schiffbrüche durchs All, durchs Eververse und erleben da so allerhand Dinge und erkunden dabei eben gleichzeitig dieses Eververse. Klingt sehr abgefahren, auch da würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, das war das letzte Journal im Oktober. Wir sehen uns wieder im November. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, es war einigermaßen Neues dabei für euch. Es ist ja so ein bisschen weniger hier und da gerade. Die großen Ankündigungen sind gemacht, Essen ist vorbei, aber es geht. Es geht immer was und wir werden immer was finden. Von daher macht euch keine Sorgen. Und wie gesagt, wir freuen uns über Kommentare, über Anregungen, über konstruktive Kritik. Wir freuen uns natürlich über Likes, wenn euch das hier gefallen hat. Und über Abos, wenn ihr noch keins habt und über ein YouTube-Konto verfügt, freuen wir uns natürlich über ein Abo. YouTube-Konto nochmal als Stichwort. Wenn ihr kein YouTube-Konto habt, könnt ihr natürlich keine Kommentare bei YouTube abgeben. Könnt aber auf unsere Homepage gehen, vp-spiele.de und dort kommentieren, was das Zeug hält. Auch da reagieren wir, das lesen wir genauso. Wie gesagt, 1-2 Tage Reaktionszeit lasst uns und dann habt ihr eure Antworten oder Reaktionen, je nachdem. Alles klar, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hier guckt oder einen schönen Wochenstart oder ein schönes Restwochenende. Ich weiß ja nicht, wann ihr hier vor der Kiste sitzt. In jedem Fall viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt in nächster Zeit und wir sehen uns. Und tschüss.